nochmal. Hier geht's dann. Ja, schönen guten Morgen. Tag 2. Die Nacht war einigermaßen okay. Ein, zwei Schnare sind immer dabei. Und jetzt geht es dann also auf direktem Wege Richtung Großer Grottenkopf. Und wenn ihr wissen wollt, wie jetzt da die Tour weiter ausschaut, dann bleibt es auch dran. Also weiterhin viel Spaß beim Zusehen und bis gleich. Da geht's weiter zum großen Grottenkopf. Jetzt geht's erstmal steil hoch und dann geht's zum Hermann von Karsee. Dann geht's nochmal steil hoch und dann kommt der Gipfelanstieg zum großen Grottenkopf. So, jetzt geht es weiter da rum, um den See rum und dann sieht man schon das Zickzack hoch, Ramsthalspitze, großer Grottenkopf und da hinten ein schöner Zacken, der rausspitzelt,
Weiß jemand, welcher Berg das ist? Bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Ein gutes Beispiel, da unten ist die Schneedecke eingebrochen, das ist relativ dünn. Also kann es durchaus Sinn machen, ein bisschen oberhalb zu gehen, wo die Schneedecke dicker ist, wo aber noch keine Trittspuren sind. Und das macht man dann mit dem sogenannten Sichelschnitt. Das heißt, mit dem Fuß mache ich hier so eine kleine Sichelbewegung und haue mir dann hier so einen schönen Tritt rein. Und das mit dem gleichen. Und hier nochmal. Und nochmal. Hier geht es dann. Und dann kann ich also für mich und für meine Nachfolger hier eine schöne Spur ziehen, wenn das da unten, man sieht das Loch, ein bisschen gefährlicher ist und man sich so mal leicht mal einen Fuß verdappen kann und so weiter. Deswegen kann es durchaus sein, mal auf den Schnee oberhalb auszuweichen. Ist manchmal sicherer. Gänse da oben und die Sauen schmeißen schon wieder mit Steinen.
So, jetzt sieht man sie nochmal. Das war das Buckele von vorher. Jetzt hat man es eigentlich wissen. Das Allgäuer Dreigestirn, Hochfortspitze, Medeligabel in der Mitte und natürlich das Allgäuer Matterhorn, die Tretterspitze. Aber vor uns geht es jetzt weiter. Endspurt zum großen Kottenkopf. Thank you.
So, das ist oder war der große Grottenkopf. Wie ihr gesehen habt, eine schöne, ja, aber doch recht anspruchsvolle Bergwanderung. Bergtour würde ich jetzt noch nicht bezeichnen, aber definitiv eine Bergwanderung. Eben, ja, ich würde sie bezeichnen als T4 und maximal im Einsatz zum Klettern. Das allermeiste ist aber tatsächlich Gehgelände. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Tour. Für uns geht es jetzt wieder ein Stückchen zurück zur Scharte, wo man quasi aufgestiegen sind. Dann biegen wir dann quasi rechte Hand ab und gehen dann an einem schönen Bach, an einem schönen Tal wieder zurück nach zum Ausgangspunkt Ebbingalb. Jetzt habe ich es. Ein bisschen dranbleiben lohnt sich also noch, weil das Tal ist schon sehr schön. Aber von dieser Stelle war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und ja, vielleicht sieht man sich mal am Berg. Also macht es gut. Servus. Ach ja, bevor ich es vergesse. Natürlich die Tourenbeschreibung und den GPX-Track findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Beziehungsweise dann den Link zu meinem Outdoor-Active-Profil. Aber das war's jetzt. Viert's euch. Schöne, ja, Scharti-Sattel. Und jetzt geht es nochmal fies im Kies runter über das Schneefeld und dann geht es schön entspannt rein.